Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute gibt's wieder Hearthstone. Hearthstone von mir, ja. Wir haben noch Naxxramas, wir haben noch einiges vor. Das Militärviertel steht an. Solchen Viertel haben wir geschafft. Erstmal die normalen Bosse hier. Was haben wir hier? Der erste. Den Instrukteur, ja. Was kann der denn so? Ungleichgewichtsschlag, Heldenfähigkeit, verursacht 3 Schaden. Ich denke, das ist so wie bei Mage, nur dass halt mehr Schaden macht. Kostet 2 Mana. Was gibt's hier für eine Karte? Tanzende Schwerter, Todeswöcheln. Euer Gegner zieht eine Karte. Ja. Die kennen wir ja auch schon, haben wir schon öfter gegen gespielt. Was können wir da für Decks benutzen? Ich denke, da bieten sich irgendwie so 3 Decks, Deckarten an. Zum einen halt, entweder nimmt man viele große Minions, um halt die 3 Damage quasi, um den halt aus dem Weg zu gehen, dass er halt lange braucht, um die Minions tot zu kriegen. Dann eine andere Möglichkeit wäre vielleicht viele kleine Minions, um halt ja viel auf dem Board zu haben und den Effekt von ihm halt uneffektiv zu machen, dadurch, dass er den halt nicht auf viele gleichzeitig macht, sondern immer nur auf vereinzelte. Aber ich werde es mal mit meinem Priesterdeck probieren. Ja, so ein Standard-Priesterdeck. Das denke ich, nichts Besonderes jetzt irgendwie so drin, was ich halt so auch in der Ladder ganz gerne spiele. Werde ich halt einfach mal jetzt probieren bei dem. Schauen wir mal, ob das klappt. Ist ja auch nur der normale Modus. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht ganz so schwer wird. So, da ist er, der Gute. Ui, davon stand da aber nix, dass er da schon am Anfang 2 Minions liegen hat. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Schattenwort Schmerz behalten wir mal. Klerikerin ist ganz okay, allerdings kann er die natürlich immer gleich kaputt machen. Und man sieht, er hat im normalen Modus jetzt auch schon 40 Leben, das heißt 10 mehr als sonst. Ja, 2 Diener hat er hier liegen schon am Anfang. 07 Spott. Mhm. Okay, was haben wir hier gekriegt? Ein Gedankenkontrollstein. Den hat man ja sonst auch nicht. Aktiviert den Stein, um die Reservisten zu kontrollieren. Was heißt das denn? Was sind das die hier? Ich spiele den mal aus. Schauen wir mal, was passiert. Nein! Meine Schüler! Lass sie gehen! Okay, die gehören jetzt zu mir, oder was? Frage ist nur, wie lange. Sind das jetzt meine für immer hier, oder was? Das ist da irgendwie... Ist jemand verletzt? Schon ein bisschen crazy. Naja, spielen wir mal so weiter. Da habe ich jetzt natürlich nichts gegen, dass die jetzt mir gehören. Da schießt er natürlich gleich auf meine Klerikerin. Darum habe ich es auch vorher gebufft, damit sie das überlebt. Wählen wir sie mal hoch. Ziehen uns eine Karte dadurch und greifen mal an. Und nochmal wird sie das dann wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich es jetzt nochmal heile. Was können wir denn jetzt hier spielen? Ich denke, dann werde ich sie auch gleich sterben lassen und spiele jetzt einfach mal die Lichtbrut. Moment. Was natürlich noch viel cooler ist, ist, wenn ich inneres Feuer auf so ein Spott-Typ hier mache, das mache ich mal. Ich spiele dann noch den Ghoul aus. Ist das ein Ghoul? Wie heißt der denn? Steinhaut-Gargoyle, genau, Gargoyle, nicht Ghoul. Jetzt komme ich den noch Ghoul. Okay, was haben wir da? Todesfürst, Spott. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten. Spott, Todesröcheln, euer Gegner. Legt einen Diener aus seinem Schlachtfeld, aus seinem Deck auf das Schlachtfeld. Okay, den müssen wir auch kaputt machen, obwohl wir haben auch hier einen Silence gerade gezogen noch. Denke ich, Silence den dann mal. Ich glaube, ich spiele einfach mal die Holy Nova, dann heile ich die beiden hier hoch, ziehe mir noch 2 Karten und kann den hier mit meinem Ghoul zerstören. Ghoul sage ich schon wieder, Gargoyle meine ich natürlich. Und
Na komm, machen wir den hier noch kaputt. Dann sind wir den los und weiter. Alle beugen sich meinem Willen. Der hat 4 Schaden, das heißt, wir können ihn wieder nicht mit unseren Schattenwort Tod oder sowas kaputt machen. Mach das jetzt hier einfach mal so. Ja, und greift ihn halt an. Was soll ich da jetzt den kaputt machen? Das sieht ja so ganz gut aus für uns. Hat er sie jetzt kaputt gekriegt, endlich mal? Nee, hat er nicht. Oh je, Waffen hat er. Eine riesige Runenklinge. Fügt Helden doppelt so viel Schaden zu, das heißt, an mir würde er 10 machen. Okay, jetzt hier vielleicht mal was kaputt machen. Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Der macht 5 Damage, richtig? Ja. Tja. Ich heile mal meinen Spott noch. Inneres Feuer. Oh, und ich bin natürlich tot, einfach raus. So. Weiter geht's. Für den Lichtkönig! Einmal Leben verdoppeln, bitte ziehen. Nee, klappt natürlich nicht. Ach doch, da kommt er ja. Machen wir das so. Hat er 10 Damage. Dann haben wir die ins Gesicht und dann ist er. Ah. Dann ist er Kleinholz, ne? Weg ist er. Das ist ziemlich einfach, fand ich. Ja, unsere tanzenden Schwerter haben sie gekriegt. Todesröcheln. Der Gegner zieht eine Karte, finde ich jetzt nicht so toll. Wie gesagt, man will ja eigentlich nicht, dass der Gegner Karten zieht. Allerdings natürlich gute Werte mit 4-4, 3 Mana. So, mal schauen, ob man die einsetzen kann oder so. Ich wüsste jetzt nicht wo. Okay, was ist denn der zweite Boss? Wenn ihr jetzt aufgebt, Gutig der Ernter. Gutig euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Und der Gutigs Leitung gelingt es sogar, den schwächsten Todesritter Tote zum Leben zu erwecken. So, was hat der für eine Fähigkeit? Heldenfähigkeit, die zieht eine Karte. Ah ja, so wie beim Hexer halt. Ja. Mach's einfach nochmal mit dem Priesterdeck, hat ja eben ganz gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht, was der so kann sonst an was oder was er so an Karten hat. Ich habe mir da nichts so angeguckt oder so. Aber im normalen Modus sollte das ja nicht zu schwer sein. Gotik, den Ernter. Meine Diener sterben nie wirklich. Das Licht. Okay, die Starthand ist ganz gut so. Lichtbrunnen, Klerikerin, Machtwortschild. Kann ich so lassen. Ich spiele mir die Klerikerin gleich aus. Ich vermute mal, dass er jetzt viele Hexerfähigkeiten haben wird, einfach. Wenn er hier schon so eine Hexer-Heldenfähigkeit hat. Das ist der Ghoul. Das war der Ghoul. Ja. So. Sofort. Ich denke, ich greife ihn mal an. Und. Und stell noch den Lichtbrunnen, so. Vielleicht heilt er mich nächste Runde. Okay, den kenne ich noch nicht. Was ist das jetzt für eine Karte? Unerbittlicher Lehrling, Todesröcheln. Ruft einen spektralen Lehrling für euren Gegner herbei. Das heißt, den kriege ich dann, richtig? Ich denke schon. Aber erstmal machen wir den Ghoul kaputt. So. Heile ich mich hoch. Zieh mir den Gargoyle. So. Jetzt habe ich es auch mal richtig ausgesprochen. ja, bringt es jetzt was, die zu buffen? Der macht 2 Damage. Ich denke eigentlich nicht. Okay, da hat es jetzt wahrscheinlich doch was gebracht. Aber woher soll man wissen, dass er Schatten das Spiel? Okay, jetzt hätte ich ganz gerne inneres Feuer, aber das gibt's hier gerade nicht. Spielen wir den hier. Der ist
denke ich, ganz gut in Verbindung mit dem Lichtbrunnen. Kann er den gleich hochheilen. Wenn er nicht schon vorher wieder vom Schattenblitz kaputt gemacht werden würde. Der ärgert mich gerade hier. So, dann machen wir es jetzt mit der Lichtbrut. Diesmal buffe ich sie, nicht, dass sie wieder gleich kaputt gemacht wird. Ich komme wieder. Oh, da haben wir noch eine neue Karte, die ich noch nicht kenne. Mal schauen, was die so kann, wenn er hier fertig ist. Zug. Okay, Todesröcheln ruft einen spektralen Krieger für euren Gegner herbei. Also quasi genau das gleiche wie der kleine, nur in groß. Ja, so sieht's aus. Okay, was machen wir? Mindestens 5, können wir gerade nichts kaputt machen. Ich störe ihn einfach mal, schau, was wir kriegen. Ah ja, da ist er. Der Krieger fügt eurem Helden zu Beginn eures Zuges einen Schaden zu. Ja, das ist ja eine blöde Karte, würde ich sagen. Hätte ich das gewusst. In den Kampf. Ich glaube, den kenne ich auch noch nicht. Jetzt haben wir schon 2 davon. Macht der auch Schaden an mir? Ja. Naja, die nehmen uns also über die Zeit hinweg Platz auf unserem, auf unserer Seite des Boards weg und machen Damage an uns. Also das ist irgendwie Mist. So, was macht der? Ja genau, der ruft auch wieder so einen Bösen herbei für uns. Dann würde ich sagen, ändern wir mal unsere Taktik ein bisschen. Und machen die gute Lichtbrut hoch. Machen den dann noch kaputt. Schuppen noch den anderen Lichtbrunnen und dann gibt's ins Gesicht. Verderbtens. Wählt einen feindlichen Diener aus. Vernichtet ihn zu Beginn eures Zuges. Eine Runde müsste aber noch überleben. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, einmal müsste ich mit ihm noch angreifen können. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Marzee sind die hier bestimmt unangenehm. Was haben wir hier gekriegt? Jetzt neue Karte. Den spektralen Ritter. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Ja, die kennen wir auch schon. Haben wir, glaube ich, auch schon gegen gespielt. Ja, Marzee werden die bestimmt, wird er bestimmt knackig. So, ich denke, einen Boss schaffen wir noch. Was hat der? Da gibt es den Todesfürsten als Belohnung. Spott Todesröcheln. Euer Gegner legt einen Diener aus seinem Deck auf das Schlachtfeld. 2-8. Hört sich ganz gut an. Habe ich auch im Rank schon mal gegen gespielt. War ziemlich unangenehm. Das sollte unterhaltsam werden. Okay, die 4 Reiter. Die 4 Reiter, die mächtigsten Todesritter von Naxxramas, bilden die Spitze der Wache Kel'Thuzad's. Was hat der für eine Heldenfähigkeit? Unheilige Schatten, Heldenfähigkeit, der zieht 2 Karten. Ja, ist. Ist ja im Prinzip wieder genau das gleiche wie beim Hexer, oder? Nur, dass die diesmal 5 Mana kostet, so wie es aussieht. Verstehe ich nicht so ganz. Aber lassen wir uns nicht von beirren. Ich nehme wieder das Priesterdeck. Jetzt die ersten 2 Bosse damit geschafft habe, schaffe ich vielleicht auch das dritte nochmal. Den dritten noch. Gegen die 4. Okay, der hat auch wieder gleich so ein paar Minions auf dem Board zu liegen. Schon von Anfang an. Schauen wir gleich mal, was die so können. Ich glaube, dann behalte ich auch mal die Schattenwort-Schmerzkarte, weil ich sehe hier schon, dass der nur einen Angriff hat. So im Hintergrund. Den Schattenwort-Tog machen wir weg. Den Gargoyle, ja, ich glaube, den behalte ich mal. Für die dritte Runde vielleicht ganz gut. Aber jetzt, sonst haben wir jetzt erstmal nichts zum Ausspielen. Okay, er hat hier irgendwie so eine Eisblock-Animation. Schauen wir uns mal an, was er hier zu sagen hat. Genug mit dem Geschwätz. Lasst sie nur kommen. Zeigt, was ihr drauf habt, Wicht. So, wollen wir mal hier schauen. Euer Held ist immun.
Erhält es immun? Erhält es immun? Okay, das sind die Fähigkeiten von den drei Guten. Das heißt, wir können auf den Helden keinen Schaden machen. Würde ich mal so sagen. Das heißt, wir müssen erstmal die drei hier besiegen, damit wir auf ihn hier gehen können. Der Gute hat allerdings nur 7 Leben, genauso wie seine Pferdchens. Ja. Das ist, denke ich, ganz gut machbar. Können wir den jetzt hier so einfach kaputt machen? Ja. Na gut, da haben wir einen schon mal weg. Einfrieren kann er auch, der Gute. So, dritte Runde den Gargoyle. Ja, das finde ich jetzt interessant. Hab mir jetzt gerade den Manipulator gezogen hier und ich glaube, da versuche ich gleich mal einen von denen zu übernehmen. Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Weil da müsste ich ja im Prinzip auch immun sein. Ah, ich glaube, das werde ich gleich mal ausprobieren. Heilen wir uns mal gegen. So, hat er eigentlich schon so viel Schaden an mir gemacht? Macht der Held auch irgendwie Schaden? Habe ich das gerade nicht mitgekriegt? Nee. Nicht sicher. Ob ich da irgendwas verpasst habe. Ach ja, hier, Schattenblitz war da gerade noch. Habe ich eben nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir den hier. Jetzt kopiere ich mir mal einen davon. Schauen wir, ob das geht. Ja, und jetzt bin ich auch immun. Das finde ich lustig. Ja, das finde ich gut. Okay, Geheimnisse spielt er aus. Da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, was er da haben kann. Schattenwort Schmerz. Ja. Ja, der macht doch relativ viel Schaden gerade. Okay, mit dem können wir noch einen wegmachen. Ich weiß nicht, was er für Geheimnisse haben kann. Das ist gerade ein bisschen unangenehm. Mach mal einen weg. Ob das nicht irgendwie so Gegenzauber oder sowas ist. Erlösung. Okay, da haben wir ihn noch mit einem Leben jetzt. Ich spiel den Gargoyle aus. Ach Gott, fertig sollte ich natürlich klicken. Ja. Wie es aussieht, ist mein Spiel jetzt abgestürzt. Ja. Die Verbindung zu ihrem Spiel wurde getrennt. Verbindung wird hergestellt. Wiederhergestellt. Wollen wir mal abwarten, ob das vielleicht nochmal klappt. Ja, natürlich schade jetzt. Ansonsten müssen wir den Boss halt normal machen. Ja, da ist mein Spiel abgestürzt. Okay, Leute, dann beende ich die Aufnahme hier an der Stelle. Und dann machen wir in der nächsten Folge nochmal den Boss und hoffen wir, dass das dann klappt. Ja, lasst euch mal wieder blicken bei mir auf dem Kanal und ja, lasst mir ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und bis dann. Ciao.